Voll doof. Ja, was? Sag das denen mal. Ja, schon. Ja, die haben Pferde. Ja. Kauft ihr halt ein Pferd? Ich hab nichts. Kaufen wohlgemerkt. Kauft ihr einen heißen Schlitten? Tiberio, es gibt mir Gottmode. Ich will einfach nur. Ich will nur einmal zu den Hins kommen. Ich krieg du das machst hin. Dir, oh, weißt du, du könntest auch einfach durch ein. Ernsthaft, wie inkompetent bist denn du eigentlich? Durchs Netherportal? Ja, dann komm ich bei mir raus. Nein, kannst du nicht. Boah, Alter, du bist so inkompetent, ey. Was willst du jetzt, Nico? Unglaublich. Was willst du jetzt sagen, Nico? Komm, könntest sag einfach rüberlaufen, dass du oder scheiße mit dem Boot bist. Dahin kommen. Ja, aber dass du scheiße bist, weiß ich schon. Stimmt. Danke für die Idee, Nico. Ich mach das mit dem Boot. Ich sollte Priester werden. Ja, du sollst Priester werden. Ich bete an den heiligen Nico, er gab mir eine gute Idee. Wenn ihr aufhört, mich zu töten, gebe ich euch meinen Penis. Die gute Idee von Nico. Das habe ich nie gesagt, das habe ich nie gesagt. Hast du aber. Ich gar nicht das kleine Stück. Diese Mini-Salami. Ich habe einen Priesterpenis. Ja, du hast den Penis, der. Ich habe alle Eigenschaften eines Priesters, einen Priesterpenis. Also ein 2 cm Penis? Ein 2 cm Penis. Den er nur in kleine Kinder reinstecken will, weil die eh nicht wissen, was das ist? Weil er für die reicht. Nein, weil die kleinen Kinder passen dazu. Oh, Tiberius, du wirkst ja Pedo. Nee, er ist immer noch Inzest. Ja. Oh, stimmt ja. Was? Nicht wirklich. Nicht mit Blackheep Inzest? Nicht? Der ist auch nicht mit mir verwandt. Ja, ist doch egal. Nein. Auch nicht mit dem. Ihr seid ein Kommando, also hallo, ihr müsst immer wieder miteinander schlafen und das nennt man in dem Fall auch Inzest, weil ihr Soldatenbrüder seid. Das muss man dann kommandieren, miteinander kommandieren. Nein, das sind Soldatenbrüder. Das ist schwul. Und Inzest. In allem. Einem. Alles in einem. Hast du was gegen Schwule? Oh, ich baue gerade den. Oh, ich baue gerade das Boah, Teil. Ich find's voll doof, dass man mit Shift jetzt ein Boot verlassen kann, aber nicht mal shiften kann, dass man nicht mehr gesehen wird. Ich bin aus dem Boot ausgestiegen, obwohl ich es nicht wollte. Das ist perfekt. Du kannst mit Shift shiften, dass du nicht gesehen wirst. Aber nicht, während man in einem Boot ist. Ja, das geht ja auch nicht. Obwohl, Linksshift. Willst du dich in einem... Rechtsshift geht! Rechtsshift geht! Rechts! Nur L-Shift geht nicht. Aber R-Shift geht. Das ist sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, wenn Nils irgendwann mal zurückkommt, wird er richtig lachen. Alex. Du musst mal du kommst zu Nils Haus, wenn du mal wieder da bist, okay? Wieso? Komm einfach kein, her. Komm kein Dreck mehr da. Nein. Aber weißt du doch. Weißt du wie an seinem Haus? Direkt anliegend, umdrum. Sein Haus steht bald in der Luft. Was? Unsichtbarkeitstrank, was geht denn ab? Ich kann keine Erde mehr einsammeln. Entschuldigung, ich hab Sprintknopf gedrückt gehalten. Ich muss kurz Wenn das Erde passiert, fahren. Dann habe ich immer das. Dann habe ich immer das. Oh Scheiße, da vorne läuft schon. Ich find's voll doof, dass der eine campt. Und das ist Jan. Jan campt. Ich will nur bis zu meinem Bootshaus kommen. Da habe ich dann Hausfriedensschutz. Ja, sag das halt mal. Hast du nicht übrigens. Achso. Wenn ihr Biff habt, dürfen die dich trotzdem töten. Mir wäre das auch scheißegal. Ja, schon. Einfach mal no. Du und dann einfach mal no. Einfach mal no? Ich hab's geschafft, durch die durchzukommen. Jan und Kubi. Der einzige, der noch da ist, ist Jan. Ich muss nur schaffen, dass Jan mich nicht sieht. Das krieg ich hin. Dann ist in dem Falle ein bisschen doof. Ich hab Jan. Grüße. Ich bin hart am Trollen. Hart am Trollen, du. Hart am Trollen in Form von Hallo, getrollt. Ich bin da, aber nicht da. Weißt du was, Tiberius, ich komm zu dir. Nein! Ich hab nichts dabei, heißt also ich kann theoretisch schon sterben sogar, wenn es sein müsste. Aha, okay, komm rüber. Dann wäre ich halt nur wieder bei meinem Bett. Das ist alles. Wenn mein Bett nicht abgebaut wird von irgendwelchen Spassels. Nico. Hab ich noch nicht vor. Demnächst vielleicht, okay? No. Demnächst. Ich bin Tschüssikowski, Assis!
Moment. Büsi. Manchmal kommt er mir vor wie so ein verrückter Professor. Aziz. Dir auch? Miau. Eher wie ein verrückter. Oder so. Ich suche jetzt ich berufe mein Asylrecht, um bei Tiberius Asyl zu beantragen. Dann musst du einen Asylbewerberantrag ausfüllen. Soll ich kurz einen schreiben mit Herzchen. Und dann schicken? Ja, bitte. Mit Herzchen. Herzchen nicht vergessen, kleiner 3. Was bin ich für ein Vollidiot? Asyl. Left Shift. Er beantragt Asyl. Asyl. Ich muss ja sagen, Asyl passt echt gut. Asyl passt echt gut. Oh fuck, wieso komme ich in mein Boot nicht mehr rein? Respekt. Ich muss zugeben, Asyl haben viele andere Leute auch, die bei mir in der Nähe wohnen. Ich komme ins Boot nicht rein, mein Boot will mich nicht mehr. Glaub's Asyl. Nicht. Ich greife den Enderman an. Ach, scheiß drauf, ich schwimme jetzt zu dir hin. Okay. Bis gleich. Ich beantrage Asyl in einem fremden Land. Tiberius, ich komme. Bitte nicht in den. War da schon immer eine Wüste? Oder habe ich mich ganz einfach verschwommen? Da war eine Wüste. Da war noch nie eine Wüste. ich bin schon richtig. Felix, schon richtig, sei still. Ich will ihn doch bloß verwirren. Was ich lustig finde, ist, dass Alex trotzdem lacht. Mann, ob die denken wirklich, dass ich irgendwie gerade bei denen rumlaufe? Ey, Peppy ist im Chatraum 1! What? Hä, bei wem? Ey! Ach so, der kann ja nicht rein. Stups ihn an, sag ihm, 1.8 ist auf dem Server. Was? Oh nee, das ist... Nein, tu das nicht, sonst kommt er rein. Dann kommt er rein, will sofort alles sprengen wie noch was, weil wahrscheinlich die Slime-Blöcke und so weiter. Problem ist, er kommt nicht rein, weil 1.5. Ich hab 1.5 verstanden. 1.5. Ach stimmt, 1.5. ja. 1.5. 7.5. 1.75. Den Fehler mache ich auch immer. Ah, ich bin wieder da. Und noch am Leben. Und schon wieder. Mann, Nico, ich bin mitten im Wasser. Ich kann gerade nicht schreiben. Schreib mal bitte kurz. Das Minecraft von Alex ist zurzeit sehr gut. Nicht. Nein, das schreibst du nicht. Einfach mal no. Zählt es auch? Nein. Ja, das zählt. Zählt es auch? So, nein. Ich habe mir jetzt einen ganzen Block Erde rausgesucht, den werde ich Moment, bis einfach 22 mal no. Uhr durchfarmen. Hört sich noch was an? Ja, ich habe schon eine halbe Kiste voll, glaube ich. Ja. Ich muss da jetzt eigentlich nur einmal durchlaufen und alle Blöcke einmal angucken. Angucken. Angucken, das reicht schon. Ja, ich weiß. Die Effizienz-Scheiße ist echt heftig. Ja, muss ich echt sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so krass ist. Es ist wie wenn ich mit einer Effizienzspitzhacke im Nether rumlaufe. Ja, oder mit einer Goldspitzhacke. Ja, das ist ja kaputt gleich. Meine Schaufel ist zur Hälfte fast kaputt, ne? Diamantschaufel. Berius, ich hoffe, du hast Essen. Nee, nicht für Asylanten. Wieso? Du hast einen Melon von mir bekommen. Nicht für Asylanten. Nicht für Asylanten. Du wirst hier nämlich zu Asylanten, genau. Du wirst hier nämlich zu einem Sklaven. Du musst gut, dass ich noch verrottenes Fleisch hab. Lecker. Ja. Du weißt schon, dass ich irgendwie so einen Haufen Stacks Chicken-Fleisch hab. Ich weiß! Gebraten. Nur ich will halt, wenn ich von denen getötet werde, nichts denen übergeben, was gut ist. Das ist Chicken-Fleisch, das ist nicht gut. Das schmeckt nicht. Das ist Hühnchen. Das ist nicht mal Fleisch. Das ist nicht mal ehrliches Fleisch. Es ist unehrlich. Ernsthaft? Haft. So miserabel habe ich mich noch nie verschwommen. Ah, Vira ist aufgepoppt. Er hat's geschafft. Nee, so übel habe ich mich noch nie verschwommen, weil ich bin jetzt wieder bei deinem alten Haus. Ich sehe es. Ja. So stark verschwommen habe ich mich auch noch nie. Ich bin einfach nach links geschwommen. Heb ab zum Mars. Zu Tiberius. 10.000 Minecraft gerade. Okay, ich hör auf. What? Das heißt, ich beginne Sudoku! Was beginnst du? Suizid. Frag mich nicht, wie ihr so ein Sudoku sagt. Ich
bin trotzdem immer noch. Shut fuck up. Fuck the shut up. Moment! Moment! Einfach mal no. Soll ich einen Kommentar ablassen? Nein. Ich hätte einfach so BÄM hinten dran geklatscht. Oh. Wo bist du ertrunken? In der Nähe von altes Haus. Und jetzt brauche ich irgendwie sein. Irgendwo Holz, um mir noch ein paar Boote zu craften, um irgendwo Flucht zu begehen. Wie begeht man bitte Flucht? Ja, ich begehe Flucht. Wie begeht man Flucht? Man tut's einfach. Man stirbt nicht. So begeht man Flucht. So begeht man Flucht, genau. Eine How-To-Anleitung von TrueAltair und Tiberius. Und weil er dabei ist. Scheiße, 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 scheiße. Und weil er dabei ist, Nigo. Den, naja, du bist schon. Nigo eben. Ja. Das müsste so ein Biom geben, nur mit Erde, da würde ich mich richtig wohlfühlen. Gib it. Wahrscheinlich irgendwo. Plains. Genau. Da, da, da. Also wenn ihr alle zusammen Blöcke platzieren würdet, würde ich mit der Schaufel schneller Blöcke dahin platzieren würden. Ja. Ich sterbe gleich durch einen Zombie in meiner Wohnung, weil ich keine Türen habe. Geh mal zu Nils Haus. Skills, bitch. Okay. What the fuck, ihr kommt einfach alles rein! Ich sterb gleich schon wieder. Ich sterb gleich schon wieder, weil einfach alles bei mir reinkommt. Ich glaube, Tiberius soll es aufhören, den runterzuholen während der Season. Das hört sich komisch an. Wie einfach total failed da hinten. Ja, das ist schon immer so gewesen. Ich bin da irgendwie schon abgehärtet, leider. Ich habe gerade meine Rüstung noch nicht an, deswegen bin ich gerade nicht immun gegen alles. Ah, ich hab wieder volles Inventar. Oh Mist, das ist Nils sein Haus. Oh fuck. Ich bin tot. Vielleicht heißt ja das. Ich finde das irgendwie lustig. Ja, schon. Yay! Was slain by Zombie? Ich nehme jetzt mein scheiß Steinschwert aus der Kiste. Und vielleicht finde ich noch irgendwo Rüstung. Irgendwo irgendwelche crappy Rüstung. Einmal voll. Ich sollte auch hinzuschreiben, ich bin kein Grey Knight. Dann weiß aber sowieso keiner, was das bedeutet. Naja, dann bist du ja nicht wirklich gut gegen Zombies, sondern gegen Dämonen. Ich kann nichts gegen Zombies machen, die einfach in meiner Wohnung stehen. Willst du immer noch mal vorbeikommen bei Nils? Ja, wart schnell. Ich werde nicht warten, ich werde schuften. Ja, ich komme ja schon. Weil du's bist. Ja, okay. Wie mach ich das? Ich glaube, du wirst erstmal staunen. Die passende Frage dazu ist, denkst du, es wird Nils ärgern? Was ärgert Nils nicht? Ist die passendere Frage. Ich überlege immer noch, ob ich sein Haus in die Luft hebe. Hebe? Was? Wie willst du das anstellen? Ich baue die Erde unten drunter ab. Und nicht einfach nur einen Block unten drunter, sondern großflächig. Wenn du willst, kannst du aber vorbeikommen und gucken, wie das da aussieht bei Nils. Man kann auf Glowstone keine Türen platzieren, wie doof ist das denn? Natürlich nicht. Sieht ziemlich lustig aus und ich farm halt Erde. Okay. Wenn ich jetzt einen einzelnen Block immer klicken müsste, hätte ich glaube ich einen Tastenattack von über 200. Alter, es gibt Mäusefelser. Ich will aber Ratten. Gibt's Ratten, kann man ein Schild umändern als Griefing bedeuten? Was? Was kann man wie? Nico, wenn du gerade bei Nils bist, komm bitte her. Was war? Naja, die haben bei mir ein Schild an eine Burg dran gehangen. Und du hast dann Penis neben meinem Haus gebaut. Ich hab was gebaut? Penis. Warst du dieser Penis? Welcher Penis? Komm bitte einfach zu meiner Burg hin. Bitte, dankeschön. Na, ich glaube nicht. Zwei Abfuck von Sachen für dich, die du automatisch mit TNT sprengen darfst. Ja! Sprengen! Whee. Und das kann ich offiziell als negatives Griefing auf dem Arsch geben. Ja, ich bin schon auf dem Weg.
Ja. Oh nein, die Sprünge sind so schwer. Ich farm lieber nochmal kurz Erde, damit ich die Sprünge...